Seit Jahrzehnten ist es das größte Fest für alle Sportskanonen in Hessens Schulen. Und ein Horrortag für alle Sportnulpen wie mich, die Bundesjugendspiele. Man kann sie nur lieben oder hassen. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es auch immer ganz schrecklich. Auch diese Bewertungen untereinander. Ich mochte die Bundesjugendspiele, musste ich unheimlich gerne. Ja, für mich war es okay. Warum? Ja, weil die Sport gut war, deswegen, ja. Und taten Ihnen damals die Leute, die eine Teilnehmerurkunde gekriegt, ein bisschen leid? Nö, ich habe eine Ehrenurkunde gekriegt. Oh, das Schlimmste, was es gab. Wenn es ging, war ich krank. Also Bundesjugendspiele, da war ich immer absoluter Fan von. Ich habe immer, eigentlich immer eine Ehrenurkunde bekommen. Es war einfach, es hat Spaß gemacht. Die Competition war schon immer richtig cool. Grundlegend war es ja auch ein cooler Tag. Man halt saß mit Freunden draußen, hat Sport gemacht, aber ja, eben mit den Teilnehmerurkunden oder sowas eher frustrierend. Ich fand, das war aus dem Schulalltag raus und an der frischen Luft und diese ganzen sportlichen Sachen, das hat mir super gefallen. Ich habe das sehr gerne gemacht. Also ich finde schon, dass man teilweise auch ein bisschen bloßgestellt wurde. Also wenn man jetzt so, im Werfen habe ich mal rückwärts geworfen, das war nicht so gut. Ja, aber ansonsten fand ich, es kann man schon beibehalten, aber ich finde, man wird schon echt manchmal bloßgestellt da, ja. Seit mehr als 70 Jahren gibt es die Bundesjugendspiele in Deutschland. Stellt sich die Frage, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Nein, finde ich gar nicht. Also auch die ganzen, ich sag jetzt mal, Spiele, die da gemacht werden mit Weitwurf, Weitsprung und sowas, auch Sprinten und so, ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß. Die Competition muss man doch immer fördern. Also ich meine, wenn du keine Competition hast, dann bleibst du irgendwann auf der Stelle stehen, weil, ja, was treibt dich dann an? Also ich würde sagen, dass ich es nicht mehr so angemessen finde, da das ja dann eben diese Unterschiede rausstellt und das ja auch in Mobbing oder so resultieren kann. Aber ich denke eigentlich, dass es cool, wenn man so einen Sporttag macht, aber man müsste das Konzept wahrscheinlich schon mal überarbeiten. Die Kritik an den Bundesjugendspielen ist schon so alt wie die Spiele selbst. Geändert hat sich bisher wenig, aber hey, selbst bei einer Teilnehmerurkunde, einen kleinen Trost gab's schon immer. Dann waren ja Gott sei Dank Ferien gewesen und danach war's vergessen.